Hallo zusammen und willkommen zurück bei Control. Wir sind jetzt hier dabei, oder werden es jetzt machen, die NSC-Kühlpumpen reparieren. Dann schauen wir mal, wir sind ja schon richtig rausgekommen. Man kommt ja bei jedem Neustart an einem Kontrollpunkt raus und das war jetzt wirklich der passende. NSC-Coolant-Pumps. Dank. Den Anlauf hatten wir im letzten Video ja schon gemacht. Da war aber alle... Ist noch nicht möglich, weil wir erst die Elektrizität wiederherstellen mussten. Die Elektrizität, den Strom. Naja, ihr wisst schon. So. Da war nämlich diese Türchen hier noch verschlossen. Ist doch zu weit. Na, so haben wir schon mal einen erledigt. Es sind ja noch ein paar mehr, die wir hier erledigen dürfen. So. Oh, Scheiße. Ach ja, das ist der fliegende Otto jetzt hier. Komm her. Die sind aber auch fies, ne? Explodieren einfach. Viel Leben haben sie uns ja jetzt hier nicht gebracht. Ja, ein bisschen ablenken. So weit weg, ne? Aber ist egal. Hier noch eine. Gerade nicht so aus, oder? Okay, dann schauen wir uns jetzt mal hier um. Aber irgendjemand muss hier noch sein. Lass erstmal belanden. Kann ich auch sein, weil es der Kontrollpunkt ist, ne? Lustige Musik. Dann säubern wir mal den Kontrollpunkt. So, geradeaus geht es weiter. Ich bin aber jetzt mal neugierig, was hier ist. Irrer Lichteffekt. Ich bin Dr. Pierce, leitende Forscherin der Parakinesiologie. Ich glaube, ich habe eine Parakinesiologie. Meine Herren. Ja, gehen wir mal nicht zu nah dran. Hinterher verbrennt sich hier noch irgendwie den Bart. Das muss ja nicht sein, ne? Dann kann man auf jeden Fall wieder ein Teilchen mit einsammeln. Okay. Da ist auch noch was.
Beschwerde über Posthören. Mission. Verbrenne den Müll. Okay. Da sind wir jetzt gerade eben, ne? Gucken wir mal ganz schnell. Verkehr, was haben wir hier? Beschwerde über Poströhren. Hey Bowser, zieh dir das mal rein. Die Buchhaltungsabteilung behauptet immer noch, dass sie meine Aufgabenbereiche nicht bekommen hat. Ausgabenberichte. Die sagen, meine Belege sind wahrscheinlich wegen einer Verschiebung oder einem Grenzbereich oder irgend so einem Mist in den Poströhren verloren gegangen. Wenn sie meine Originale nicht haben, können sie meine Ausgaben für die Rückerstattung nicht überprüfen. Das ist so ein Quatsch. Wozu verwenden wir denn diese verfluchten Röhren, wenn die nur unsere Post in einer gottverdammten anderen Dimension ausspucken? Ich lasse hier nur Dampf ab, bevor ich eine offizielle Beschwerde einreiche. Nutzlose Quatschröhren, Rodriguez. So, meine Mutti, was noch mehr? Erinnerung, nächstes Spiel. Das nächste Spiel findet am Mittwoch um 8 Uhr an der üblichen Stelle statt. Hazard schuldet mit $20. Erish immer noch bei seiner verdammten Siegesserie. Kann mal jemand herausfinden, wie er da bescheißt. Thompson setzt ein Spiel aus wegen eines nicht ganz koscheren Vorfalls beim Ausgehen. Guy, Schuldschein von $60. Ich habe das letzte Mal Bier mitgebracht, dann ist dieses Mal Hepstone dran, Remus. Explosiver Zischer. Ja. Noch mehr? Tests Heimtresor. Munitionstestung an ODM-22, auch bekannt als Heimtresor. Zusammenfassung. Das Objekt der Macht, Tresor, kann mittels Objekten oder Materialien aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Weitere Informationen in Fallakte ODM-22. Ranger der Behörde hielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen einen an dieses Objekt gebundenen Para-Utilitarier einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. Geschwärzt und geschwärzte Hochgeschwindigkeitsmunition wurden mit Geschwärztergebnissen getestet. Tests werden nach geschwärzt weitergeführt. Das Objekt der Macht Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch in Kampfeinsätzen. Es Para-Utilitariern zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen, könnte ein Vorteil sein, über den es sich nachzudenken lohnt. Vollständige Berichte in Akte 8-53-8367. Ja. So. Hier liegt. Ja, wir können ja mal eben ganz kurz gucken, wenn wir schon hier sind. Das mal zu machen. Warum nicht? Wenn das der Müll ist. Bis zum anderen Müll. Ändert sich jetzt nicht so wirklich viel, oder? Ups. Na komm. Wenn das jetzt erstmal zu nichts weiter führt, dann... Repariere die NSC-Kühlpumpen. Macht ja auch mehr Sinn erstmal, ne? Ach, ich denke, das ist der Müll. Hat Arti wohl Fässer mit giftigem Biomaterial gemacht? Wahrscheinlich gerade sämtliche
Vorschriften in Sachen Abfall entsorgen. Das ergibt Sinn. So mache ich es so. Logisch, oder? Das ist Müll. Wo ist denn hier noch was? Hier nicht? Da unten. So komme ich da. Okay, einen habe ich noch gesehen. So. Was jetzt die Mission? Okay, hier ist nichts mehr. Aber es ist befriedigend, was reinzuwerfen. Mal schauen. Sehe ich was? Das ist ein Ding hier. Na gut, egal. Komm Leute. Wir kümmern uns um die andere Mission hier. Das war ja eigentlich unser Ziel. Dann gucken wir nachher nochmal rein hier. Wir werden schon rausfinden, welcher letzte Müllhaufen ist. Okay. Das ist ja hervorragend ausgebaut hier. Hier bricht alles zusammen. Nicht da. Oh. Was denkt ihr euch denn, ey?
ist die Kühlpumpen her. Er schießt. Aus dem Hinterhalt, ey. So. Dass wir einigermaßen frisch sind hier. Kaputt. Im Arsch. Repariere es, Schwennen. Wenn die Quelle hochgeht, ist bei uns der Falsch. Oh. Hier ist das nächste Teil. Hm? Der kommt hier gar nicht, ne? Ja. Waren da noch welche? Na da. Einer war doch noch da. Ja. So, den hatte ich repariert, okay. Wie es aussieht, also noch ein. Okay, 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 okay. Mein alter Feind, die Verstopfung, sucht die Rohre heim.
kümmere dich um den Scheiß. Sie ist clever. Versucht, sich einzuschleichen. Haben Sie mit der Hand in der Falle. Einer noch. Was zur Hölle ist das? Oh, das ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Es zieht sich auf jeden Fall zurück. Das wollte ich ja vermieden haben, ne? Ups. Treffen kann es klar im Vorteil. So, wo ist das? Das ist schön, dann haben wir das jetzt hier. Right? Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Aber wir haben noch nicht alles repariert hier. Explosionsgefahr gebannt. Heben wir die Quarantäne auf. Gut, die Richtung stimmt, dann laufen wir mal los. Hätte ich eigentlich noch ein paar Gegner, wo ich mir... Ja, da glaube ich. Genau. Schießt denn da? Da unten. Ah!
Warte, ich krieg dich klein hier. Oh, Scheiße. Fieses Biest, du. Guck mal rum. Bisschen die Lebensenergie wieder auffrischen hier. So, sieht ja schon besser aus. Gut, gut. Ja, ich würde sagen, ich kämpfe mich jetzt hier noch hoch. Und wenn wir hier aus diesem Bereich raus sind, machen wir gleich eine Pause. Und kümmern uns um diesen Kontrollraum im nächsten Video, oder? Ich denke, das ist ein Plan. Laufen wir ein bisschen schneller. Denn hier wird jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr passieren. Genau, so, ich parke mich hier und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.